Welcome back im Race and Speed Shop. Da ist er wieder. The Bourbon. Unser 59er Suburban ist zurück. Er war für ein paar Tage beim Polstern. Und die Jungs haben wirklich richtig Gas gegeben und sehr, sehr coole Arbeit gemacht. Aber das zeige ich euch jetzt mal. Das müsst ihr euch angucken. So, die Jungs haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Fangen wir mal hier eine Tür an. Na? Das ist ja eigentlich alles nur Metall. Und sind wir schön mit Leder, Nappa-Leder bezogen. Zuziehgriffe sind vom VW Käfer, auch einmal beledert. Und jetzt hier drin die Sitze neu bezogen. Die Mittelkonsole neu bezogen, gepolstert. Ich wollte eine schöne, bequeme Armauflage haben. Wir haben ja vorher das Armaturenbrett einmal lackiert. Dann hier der super coole Kilduff-Shifter. Getränkehalter dürfen natürlich nicht fehlen in so einem Suburban. Andere Seite auch die Türen schön bezogen. Sonnenblenden neu bezogen und dann hier einmal einen neuen Himmel reingemacht. Moment, schaut euch das an. Super cool, Himmel mit Leder bezogen. Die Sitzbank hinten im selben Design wie die Vordersitze bezogen. Die Seiten einmal alles neu aufgepolstert. Die Radläufe schön abgesteppt. Ich muss mal von hinten aufmachen. Das Camshell, also die Heckklappe, beledert. Hier nochmal die Seitenverkleidung. Die Radläufe. Und es ist auch ein neuer Teppich reingekommen, wie ihr seht. Sitzbank von hinten natürlich auch bezogen. Himmel. Jetzt gehen wir mal zur anderen Seite. Ihr seht auch hier, Einstiegsleisten haben sie mir gleich mit reingebaut. Und was ich extrem lässig finde, einfach gleich nochmal ein paar passende Fußmatten genäht. Fahrer, Beifahrer. Guck mal, wirklich sehr, sehr coole Arbeit. Hinten auch nochmal eine Fußmatte reingenäht. Finde ich klasse, kann man nochmal rausnehmen zum Abschütteln. Hier die Kickpanels sind verkleidet. Ich bin total hin und weg von der Innenausstattung. Gefällt mir mega, mega gut. Nochmal lieben Dank an die Jungs und Mädels. Super gute Arbeit, echt super gute Arbeit. Ja, wir fangen auch gleich weiter an. Also wir fangen gleich weiter an. Wir machen jetzt gleich weiter am Suburban. Was ist noch zu tun? Wie ihr seht, ne? Das wird die Farbe, die er kriegt. Vom Türinnen aus lackieren, nochmal ein bisschen rüber gesprüht. Er muss von außen noch lackiert werden. Ich habe für die 17 Zoll Felgen habe ich Spider Caps besorgt. Hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Finde ich extrem cool. Na, auf den 17 Zollern kommen die einfach super. Hatten wir bei dem Hot Rod auch raufgebaut. Ich verbaue die ganz gerne. Ich finde die einfach mega. Geschmackssache. Dann vielen Dank an Herrn Kaiser von Kaiser Customs. Herr Kaiser ist QA1 Händler und hat uns ein paar Stoßdämpfer geschickt für den Suburban. Weil wir haben hinten zwar sehr gute Bilsteindämpfer drin, aber die sind im Laufe der Zeit halt so ein bisschen ausgeschlagen. Ich wollte sie erst einmal neu machen lassen, hat dann aber mit Andreas gesprochen
Und Andreas sagte, es gibt da was ganz Cooles von QA1. Augenblick. Da haben wir sie, die einstellbaren QA1-Dämpfer. Ja. Wie gesagt, die wollen wir in der Hinterachse noch verbauen, weil die Bielsteindämpfer so ein bisschen, ja, so ein bisschen nachgeben schon und das merkt man beim Fahren. Aber ja, seid gespannt. Ich hoffe ja, dass ich dann mal endlich wieder ein Fahrvideo euch präsentieren kann. Vielleicht fahre ich ihn vorher nochmal mit den Dämpfern, die jetzt drin sind und dann mit den neuen Dämpfern, dass ich euch das nochmal irgendwie den Unterschied zeigen kann. Ansonsten, ja, jetzt geht's erstmal weiter am Suburban und ich zeige euch gleich nochmal, was hier demnächst noch so passiert im Speedshop. Wir haben nämlich wieder Zuwachs bekommen im Speedshop. Den GMC haben wir euch ja schon gezeigt, da sind wir jetzt gerade so in den letzten Zügen. Dann, tada, ein 59er Panel Truck. Selbe Front wie der Suburban drin, beziehungsweise das ist ein 58er Panel Truck, entschuldigt bitte. Das ist ein 58er Panel Truck. Zeige ich euch demnächst ein bisschen mehr von. Und dann haben wir noch ein 66er C20. Quasi 66er Chevy, das Pendant zum 66er GMC. Aber von den Pickups gibt es demnächst mehr. Vor allem von dem Panel Truck gibt es demnächst mehr. Seid gespannt. Kurzes Video heute, aber die Arbeit ruft. Deshalb geht raus. Verbrennt Benzin. Habt jede Menge Spaß. Habt ein schönes Wochenende. Wir sind raus. Wir sehen uns nächste Woche. Achso, bitte den Kanal abonnieren. Das wäre total super. Und teilt den Kanal bitte so oft es geht, weil wir brauchen ein paar Follower. Wir wollen weitermachen. Wir wollen euch noch mehr Autos vorstellen. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, dann lasst uns diesen Kanal ein bisschen größer machen. Das wäre total super. Wir sind raus. Schönes Wochenende. Bis dann. Sorry, nochmal ein kleiner Nachtrag, was ich ganz vergessen habe. Ganz, ganz lieben Dank für die ganzen Nachrichten, Zuschriften wegen dem Suburban, den wir letztes Mal gezeigt haben. Den Mintgrün mit der grauen Front. Ja, die meisten sind der Meinung, den Lack einfach nur anlackieren und beibehalten. Ist auch meine Meinung, finde ich auch. Aber ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch so Mühe gemacht habt und uns anzuschreiben. Finde ich super. Der Suburban ist leider schon weg. Was heißt leider? Der Suburban ist schon weg. Aber ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten, was der neue Besitzer damit macht. Er ist sich auch noch nicht ganz schlüssig, ob er ihn anlackiert oder komplett neu lackiert. Ich werde ihm die ganzen Kommentare auf jeden Fall mal zuschicken, beziehungsweise zu sagen, was ihr so geschrieben habt. Vielleicht kann das ja seine Meinung ein bisschen ja, festigen. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal für dieses tolle Feedback. Danke euch.